Schalalalalala, Schalke 04. Ciao, 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 meine YouTube-Freunde, Schalke-Freunde und Sportskameraden. Was war das für ein verrücktes Spiel in der zweiten Halbzeit? Sagt mir das mal. Ja, ihr seht, ein Lächeln ohne Ende. Das ist immer so, wenn Schalke gewinnt, geht es uns allen gut. Und Hammer. Ich hätte niemals, niemals damit gerechnet, dass wir 5 Dinger machen. Niemals. Ich bin ehrlich, niemals. Wo ich da die Aufstellung gehört habe und gehört habe, Terode, Muskelverletzung. Ich hoffe, dass der auch bald wieder spielen kann. Habe ich wirklich gesagt, ach du Scheiße, wenn der Terode jetzt uns vorne fehlt, ach du Scheiße. Ja, und dann habe ich dann gesehen, dass der Ramftel für einen gespielt hat. Habe ich auch gedacht, Kramotzis, was machst du da wieder für eine Scheiße? So habe ich erst gedacht. Flick war für mich eine Überraschung, dass er direkt von Anfang an spielt. Aber Kramotzis hat das ja begründet, dass er bei der Spieleröffnung von hinten besser als Palsen das spielen kann. Stimmt auch, müssen wir auch sagen. Flick ist einer, der die Bälle auch verteilen kann, auch gut spielen kann. Was der Palsen nicht kann, das wissen wir, er ist nicht technisch begabt wie der Flick. Aber scheißegal. Ja, das Spiel, die ersten 10 Minuten, hey, Riesenchance von Bülter, da habe ich nur gesagt, Bülter, was machst du da aus 2 Metern, den Ball nicht zu treffen? Ey, da habe ich gedacht, nein, nein. Ja, dann 10. Minute, Lattenschuss von Ciao, schön gemacht, wirklich schön, hat er getäuscht mit rechts, dann mit links schön, aber war leider die Latte. Ja, dann hat sich wieder das Spiel verflacht, wieder verflacht, gehen wir in der Halbzeit, kommen wir aus der Halbzeit raus, was macht Ramfdöller für einen Fehler? Das sind immer diese Ballverluste. Wenn wir solche Ballverluste haben, kassieren wir immer ein Tor. Ich verstehe das nicht. Jedes Mal, die zeigen das doch in der Spielanalyse, wenn die da Training haben. Die zeigen uns, dass solche Bälle, Ballverluste, saugefährlich sind. Und schon wieder so einer ist das ähnliche wie damals der Eiding gegen Darmstadt. Ramftel auch rennt über den Platz mit dem Ball, als den Ball direkt zu spielen. Kassieren wir das 1-0, habe ich gedacht, nein. Nein, nein, kann nicht sein. Aber dann die Mannschaft aufgedreht. 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 5-2, ey, leck mich am Arsch. Was tat das gut? Das tat gut. Wirklich, das tat wirklich, wirklich, wirklich gut. Ist so, tut mir leid. Ihr könnt eure Kommentare schreiben, ach, wir haben die Tabellen 17. Juckt mich nicht. Wir haben gewonnen. Das war so wichtig, der Sieg. Und dann 5 Tore, man sieht, ohne Terode geht's auch. Für mich bester Mann auf dem Platz, Salazar. Er war wirklich, wirklich, der war überall, der Junge. Der war überall. Und dann hat er sich mit dem wunderschönen Tor, hat er sich wirklich für seine Leistung belohnt. Wirklich, Salazar für mich top. Und schwächster Spieler, leider muss ich das sagen, Piringer. Piringer ist der schlechteste heute auf dem Platz gewesen. Ich habe ihn vorne nicht so agil gesehen. Sorry. Ist so, aber vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht kommt das ja. Aber für mich, bester Mann Salazar, schlechtester Piringer, in meinen Augen. Ja, ich feiere jetzt den Sieg. Oh, das ist, tut so gut in unser blaues Herz. So, schreibt in die Kommentare, wie ihr das Spiel gesehen habt. Und lasst die Sau raus. Schönes Wochenende. Glück auf. Ciao, euer Schalker.